Hallo Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei der Planer Industrie Imperium. Ja, wir machen weiter hier auf unserem kleinen Bauernhof. Ja, es läuft soweit ganz gut. Wir können hier, wir können hier mal wieder ein bisschen Glas verteilen. Nicht, dass es da zu Engpässen kommt. So, denn wir können hier einmal, ja, theoretisch sogar 400 Gläser hinbringen. So, und dann haben wir auch noch, jetzt muss ich gerade mal schauen, hier vorne, ja, da ist noch so viel. Also das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus mit den Gläsern. Könnte man sogar theoretisch überlegen, ob man den Mist nicht irgendwie verkauft. Aber Glas will keiner haben. Ist auch nicht so viel wert. Ja, also das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Ich glaube, ich traue mich mal hier ran, so ein bisschen zu spulen. Und wir schauen dann, oh Gott, da ist es schon wieder viel zu knapp, ne? Also das haut hier noch nicht so richtig hin. Aber es sind ja auch irgendwie hier keine Äpfel da, ne? Ach, warte mal. Moment. Neun. Was machen denn die 27 da? Die können wir dann mal einzeln so rüberfahren. So. Einfach nur mal eine einzelne Fahrt. Ja, ansonsten Teeblätter. Das ist, glaube ich, auch nicht so toll, ne? Da sind zwar gerade welche wieder unterwegs. Ja, 30, 31 beim Café. Da wird es auch ganz schön viel langsam. Da können wir dann eigentlich so die Rationen mal vergrößern. Und beim Tee eigentlich auch. So, Äpfel, da ist quasi das Gleiche. Die Zitronen, die produzieren wenigstens. Das ist schon mal gut. So, aber Äpfel, 10 Stück, ja gut, wir haben da auch nicht wirklich viel. Ah, dann kann man da auch nichts machen. Okay. So, ja, ich lasse es nochmal ein bisschen spulen und dann können wir mal gucken, ob das hier irgendwie dann besser geworden ist oder nicht, oder es läuft schon runter, ne, aber nach der Zeit, es geht halt auch nicht immer, ne, man kann es nicht immer ändern. So, wie sieht's eigentlich aus? Bank? Verbleibend. Fortschritt. Naja, das traue ich mich jetzt nicht. Da warten wir lieber nochmal ein bisschen. So, wir müssen ja auch noch über eine halbe Million erwirtschaften. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauern soll. So, hier haben wir Traubenprobleme. Dann gucken wir da auch mal. Okay, Weintrauben kommen gerade. Weintrauben und Gerste. Sieht schlecht aus. Dabei haben wir Weizen, Entschuldigung. Dabei haben wir eine ganze Menge Weizen. Dann müssen wir da die Ration erhöhen. Machen wir mal 35, so. Und irgendwann passt es dann. Dann brauchen wir auch gar nicht großartig rechnen. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt auf einmal alles nicht mehr aufkommt, aber ist ja auch egal. Ja, das war jetzt doof mit dem Mais, aber wir haben ja eh genug. Von daher passt das schon. So, Weintrauben. Ja, Weintrauben gucken wir gerade mal. Ja, 38 haben wir da. Kann man hier eigentlich dann auch mal auf 30 gehen oder auf 35? Gut, so. Wie sieht's bei dem aus? Lebensmittel. Uiuiuiui. Auch nicht so toll. Also, die Oliven sind bald leer.
Dabei haben wir da ganz viele, dann müssen wir auch da die Rationen erhöhen. So, 35. Wie sieht's mit den Kartoffeln aus? 20, da wird's auch knapp. Also eigentlich haben wir hier nur viel Fleisch und Würstchen. 122 Kartoffeln, also auch da können wir die Ration erhöhen. So, und Fisch. 39. Können wir auch erhöhen. So, Fleisch sieht soweit okay aus. 30 bei der Fleischerei. Ja, auch da können wir hier dezent höher gehen. Und das würde gar nichts, ja doch, es würde schon was bringen, hier die Sachen wegzumachen, ja. Aber das ist schon okay, so produzieren wir von allen etwas. Ja, weiß nicht. Sonst würden wir vielleicht, so viele Schweine können wir gar nicht bekommen, als wir hier schlachten können quasi. Das wäre dann nämlich wieder zu viel. So, das sieht aber gut aus. 66 Milchkannen, da können wir theoretisch auch sogar nochmal mehr machen. Aber ist schon genug. Ja, also denn, lasst uns nochmal so ein bisschen spulen und dann checken wir das gleich nochmal, ob das alles noch so gut ist. Ja, ich habe es genau gesehen, hier auf 0. 36. Ja, das ist dann wieder zu viel, ne? Da kommt jetzt zwar was an. Aber machen wir hier mal irgendwie 40 draus. So, und dann checken wir das nochmal. 100. Ja, das sieht gut aus. Jo, das läuft. Also, die Molkerei, da sieht's erstmal gut aus. So, hier, auf den ersten Blick auch ganz vernünftig. Nur die Apple, das ist ein bisschen doof. Ja. Aber mehr geht halt nicht. Mehr geht halt nicht. So, Kaffee, Tee. Und 12. Das ist okay. Können ja mal so gucken hier so grob. Ja, Tee ist natürlich doof. Das läuft dann immer schön runter. Ja, da gibt es Verzögerungen. Auch bei den Zitronen. Zitrone. Ja, da kann man eigentlich dann hier auf 52 gehen oder 25 gehen, so. Vielleicht hier auf 20. Gut, dann ist das auch halbwegs stabil. Das hier sieht auch gut aus, ja, hiervon nicht täuschen lassen. Ja, Fisch. Und Fisch ist eigentlich so das einzige Problem. Hier. Aber Fisch haben wir auch nicht viele, ne? Von daher lässt es sich nicht ändern. Wir können ja mal hier gucken, wenn wir hier spulen. Na, jetzt warten wir wieder auf den Fisch so ein bisschen. Ja, aber der ist unterwegs. Also das läuft soweit dann eigentlich auch. Da sind kleine Verzögerungen. Aber das lässt sich dann wirklich nicht ändern. So, Kartoffeln, kommen da mal neue. Jo, kommen auch. Also, sieht auch gut aus. Dann können wir mal kurz gucken. Ja, passt soweit. Mais. Oh ja, das gefällt mir auch. Beim Mais können wir jetzt sogar wieder ein bisschen mehr machen. So, zack. So. Getreide. Ja, passt. Wunderbar.
Weintrauben ist hier jetzt ein bisschen wenig und auch Zuckerrohr. Ja, Weintrauben ist aber auch knapp. Bringt auch nichts, wenn wir da mehr machen. Beim Zuckerrohr ist quasi auch am Limit. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus. Dann würde ich fast sagen, lassen wir es mal so ein bisschen laufen. Ja, die Milch. Guck mal, wie viel Milch wir hier eigentlich haben. Wenn der wieder da ist, dann müssen wir hier aber mal, ne? So. Jetzt dürfte es keine Milchprobleme mehr geben. Ich frage mich nur, ach, das ist für Forschung, ne? Gebäude verbessern. Ja, guck mal hier. Was haben wir denn hier jetzt noch Feines? Fett, Feta. Aha, Schafsmilch. Oh je. Kunst, Erdbeere. Kunststoffe, Zucker, Kirsche. Wo sollen wir denn Erdbeere und Kirsche herbekommen? Ich glaube, das geht schon wieder ein bisschen zu weit an. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. So, aber apropos Verbesserung. Hier können wir noch nichts verbessern. Hier können wir was verbessern. Oh, Leute, lasst uns mal die Verbesserung dann in der nächsten Folge anschauen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da noch für Produkte rausholen können. Ja, 124.000 haben wir noch, aber wir sammeln gerade fleißig Fertigerzeugnisse und ja, die werden wir natürlich dann auch irgendwann dann verkaufen, wenn wir sehen, hier der Preis ist gut, es hat sich gelohnt. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen, freue mich natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge auch dabei seid und dann werden wir mal alle Gebäude, ja, nachschauen, ob wir diese verbessern können. Also, macht's gut, bis dann, Leute.